Baum des Lebens, Kapitel 26. Was zum Teufel mache ich? Ja, Nate, das fragen sich viele. Außer du. Du bist nicht mein Typ. Oh nein. Nein, 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 das ist unmöglich. Okay, ich lauf erstmal weg. Sorry, Kumpel. Komm schon. Na los, du großes hässliches Vieh, Mann und Kämpfe! Oh mein Gott. Komm schon. Komm hier vorbei. Komm vorbei hier. Yes. Du willst mich aufhalten. Ja, natürlich will ich dich aufhalten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na los, du großes hässliches Vieh. Greif! Du wirst dem Schicksal nicht im Weg stehen. Oh Gott. Oh Gott. Granate gefällig? Eigentlich nicht so sehr. Du wirst hier sterben. Und wie wär's damit? Vorbei.
Boah, wann bist du endlich fertig, Alter? Oh Gott, jetzt ist er in seinem Rambo-Modus. Los, komm schon, stirb! Komm doch. Boah, Alter, der ist so ein behinderter Typ. Ich bin ein Monster. Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Du hast... Nein. Du hast nicht den Willen. Ich vielleicht nicht. Aber schon. Nein! Oh shit. So ein Mist. Lauf, Nate. Wir haben es geschafft, gegen Lazarevic ohne zu sterben. Das war jetzt auch relativ einfach, muss ich sagen. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Lauf, Nate. Lauf. Ey, lauf. Einfach lauf einfach, Nate. Einfach laufen. Nate? Zoe? Nate! Wow! Verdammt! Was? Hinter dir! So lange. Auf geht's. Oh nein. Elena. Oh nein, nein. Elena, komm schon, okay? Komm schon. Los, bleib bei uns. Es wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon! Elena! Komm schon, Süße. Oh meine Bimme. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir.
Nee. Du, sag mal, Nate. Was? Liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Chloe. Nein. Ich geh dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Na, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also kein Riesensaphir. Noch einmal nein. Bist du dir da sicher? Ja. Es ist nur eine Metapher, Sunny. Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. Wo ist Chloe hin? Bis später. Oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sally. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4. 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, ja, oder? Ja, die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot. Nein, du dachtest, ich sei tot. Ich wusste, es wird gut. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Mhm. Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst bewusstlos und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Na, 4. Eine 4. Genau, eine 4. Ja. Das war's. Schon voll versprochen. Ich bin voll sprachlos, weil auf YouTube ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man es jetzt richtig spielt, so live selber. Und ja, es hat mega viel Spaß gemacht, das Let's Play. Es ist Uncharted 2 Among Thieves. Ist auf jeden Fall nochmal ein klarer Fortschritt zu Uncharted 1. Es ist nochmal besser, die Locations sind besser und das ganze Drum und Dran irgendwie, das Level-Design ist auch viel besser, meines Erachtens nach. Und es gibt mit den Waffen etc., mit den Gegnertypen etc., das ist alles schon ziemlich geil gemacht, muss man einfach mal so sagen. Story gefällt mir auch ziemlich gut, dass man da auch wieder Elena mit reingebracht hat und so, und den fast tot, ja. Fand ich auch ziemlich gut und ja, generell ist es nochmal ein ganzes Stück lustiger geworden. Dass jetzt Sully nicht so viel drin vorkam, war natürlich Pech, aber natürlich musste man da natürlich auch noch Chloe mit reinbringen. Als Begleiter, sage ich jetzt mal. Und da, das musste man ja auch nochmal irgendwie richtig machen. Und deswegen war es schon ziemlich geil. Muss man einfach sagen.
War schon ziemlich geil und ich bin gespannt auf Uncharted 3 Drake's Deception. Ja. Und was ich noch sagen wollte, das ist ja jetzt alles fürs Abi, sag ich jetzt mal, gemacht. Das heißt, ich werde während der Abi-Zeit, sag mal, plus, minus, also ich schreibe im ganzen April halt verteilt das Abi. Das bedeutet, dass ich quasi den ganzen April nichts aufnehmen werde, plus wahrscheinlich den ganzen März. Plus vielleicht noch wahrscheinlich den April. Den Februar zumindest zur Hälfte. Also da vielleicht nicht mehr ganz so viel. Ich meine, wir haben jetzt schon Anfang Februar, aber es wird nicht so viel mehr werden. Wie gesagt, das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich Uncharted 3 nicht mehr vor nicht mehr vor dem Release von Uncharted 4 hinkriegen. Das tut mir jetzt ziemlich leid. Allerdings kann ich da jetzt auch nicht viel machen. Und ja. Genau. Ansonsten läuft hier noch Assassin's Creed 3 gerade bei mir. Das wird auch versuche ich regelmäßiger zu bringen als jetzt in den letzten Tagen, wo ich das hier gerade aufnehme. Das wird natürlich laufen, plus das DLC, das Story-DLC von Assassin's Creed 3. Und wie gesagt, Uncharted 3 werde ich jetzt auch wahrscheinlich aufnehmen. Also das werde ich mal anfangen, gucken, wie weit ich komme. Vielleicht werde ich das auch noch verschieben, bis auf nach dem Abi, das heißt Mai. Ab Mai könnte ich wieder. Und ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, wann Uncharted 4 rauskommt. Kam das im Mai raus? Ich guck's mal gerade nach. Uncharted 4. April, das ist also Ende April, das ist kein Abtrieb für mich. Das heißt, also ich habe meines Erachtens nach 28. und 29. meine Prüfungen, meine letzten Prüfungen, meine mündlichen Abi-Prüfungen. Und das bedeutet wiederum, dass ich, ja, das Spiel könnte vielleicht doch noch kommen. Also es kommt wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich einfach mega verplanter Typ bin in solchen Sachen. Und dazu noch, ich werde einfach mit Uncharted 3 wahrscheinlich nicht fertig werden rechtzeitig. Also ohne die Prüfung würde ich es wahrscheinlich schaffen, aber ansonsten keine Chance. Genau. Und ja. Überspringen wir mal die Credits, gehen wir ins Hauptmenü und genau. Ja, und deswegen geht es bald los mit Uncharted 3, Drake's Deception. Genau, auf der PS4. Freut euch drauf. Ansonsten schaut noch bei Assassin's Creed 3 vielleicht rein, bei anderen schon abgeschlossenen Projekten. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!